Hallo, willkommen zu der Folge 75 und es tut mir sehr leid, weil ich gesagt habe. Also ist nicht lustig, weil ich gesagt habe, ihr schaut wie Mongos, weil Mongos ist ja glaube ich eine Behinderung und das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr von Herzen weh. Also ich meine nicht jetzt ich schleime, also ich wie kann man, ich weiß nicht mehr, wie man kann das beschriften, berichten oder irgendwas. Aber es tut mir einfach sehr leid, weil ich weiß nicht, ob es eine Behinderung, aber es geht mich nichts an. Irgendwie tun mir diese Menschen leid, aber irgendwie, aber das sollte ich eigentlich nicht sagen, weil... Aber irgendwie, was wollte ich nicht sagen, sorry. Aber die, die sagen, ja, das sind einzelne Sterne, ich hab fast Tränen. Also ja, ich hab, also einfach, es tut mir leid. Das hab ich nicht so gemeint. Nein, das hab ich nicht so gemeint. Also ich meinte Hunde, Mongos. Scheiße. Ah, oh Mann. Haben wir das wegge... ich weiß nicht mehr. Wir machen einfach mal die von Hand. Ich vergessen, ha? Da hab ich. Und da hab ich. Und da... Alter. Ist neu? Nein. Alter. Was? Schau. Wie kann... Ah, oh nein, nix. Nein! Scheiße! Immer, wenn... Also, wenn ich in der Folge 74 so gemacht habe, au! Und dann war ich mit den Herzen... Warte mal, ich zeig's euch. Aber war ich so... Und dann hatte ich gesagt, die Fischmenschen, bla 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 bla, oder Creepermenschen. Und dann sagte ich, aua. Und da war es 5 Sekunden. Also, die Stimme, da ich geredet habe, wo ich gesagt habe, war, also, wo ich aus dem Dach gefallen wurde, auf, da auf den Boden gefallen wurde, dann sagte ich nicht au, erst zuletzt hier. Weißt du warum? Weil das manchmal 5 Sekunden spät, da es ist Zeit, die Stimme. Ist ein bisschen doof, aber die Leute, die es noch wussten oder so, also seid nicht wütend, aber ich weiß nicht noch, ich weiß noch nicht, wie es ich ändern kann. Ja gut, es gibt immer diese 5 Sekunden Videos irgendwie. Da muss ich die löschen. Vielleicht ist es wegen dem. Aber es stört ja niemand. Also, oh, ah, ist das scheißegal irgendwie. Sorry. Ah, scheiße. Weil wir gerade an den Fischmenschen sind, ich... fand es nicht so lustig, aber ja, es geht so. Ich sagte, lach mal uns voll, also das so eine große Fresse da, ich hatte so eine große Klappe, ja. Warum gehen wir hier hin? Alter, die Höhle. Warum war man in die Höhle eigentlich? Da muss ich so sagen, da versteht ihr,
war mal in die Höhle und wenn er 5 Sekunden später, also auf, ach nee, ich weiß nicht, 5 Minuten später rede oder 5 Sekunden, dann muss ich einfach sagen, zweimal, dann muss ich es in der Vergangenheit noch sagen. Aber wenn es dann 6 Sekunden geht, dann muss ich nochmal in der dritten Vergangenheit sagen. Nein, also da bla 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 bla. Audacity verarscht YouTuber? Nein. ja. Nein. Wo wir gerade bei dem Fischmenschen sind, dann die Fischmenschen haben da also so lustig finde ich es auch. Machen ein bisschen extra. Wenn man ein Fischmensch ist. Ja, es gibt's ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Wenn es eine Krankheit gäbe und ich weiß es, da mache ich nicht Witze drüber. Dann entschuldige mich sonst. Aber irgendwie. Ah, ja, irgendwie tun mir die Fische leid, weil sie immer müssen das Mund öffnen und das Mal, da ist sie ja Mundmuskelkater. Also, dieses Thema. Nein. Dann denkst du gerade, ja, weil, ja, weißt du, ich habe eine Freundin gefunden und dann sagst du hallo, dann willst du mal da die Schwimmflossen, dann Fische haben doch eine Schwimmflosse. Ja, ist ja egal und ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Sorry, aber ich weiß nicht viel, Alter. Scheiße, ich hab vergessen, was ich. Alter, ich hab's vergessen. Shit. Was wollte ich so? Eben mit dem Fischmenschen und so irgendwie. Ah ja, wenn du jemand zum Beispiel küssen willst, die küssen doch auch. Dann. Dann. Musst du noch. Doch von dem Menschen. Weil, wenn ein Bonbon, also eine Schokolade, zum Beispiel im Wasser geht und dann frisst es, da brauchst du doch Kaugummi, weil da hast du schwarze Lippen und dann voll Schokolade geschmiert. Nein, ich meine. Scheiße, wir haben keine Fleischlein mehr. Nein, Alter, ich muss mich zusammenreißen. 19. Jeden 19. Alter, scheiße, verdammter Dreckscheiß. Verdammt. Alter. Ja, reicht gerade. Yeah, bitches. Nick. Trigger.
das habe ich erfunden. Träger oder Träger. Träger? Ich bin die Träger. Nein. Das mit dem Fischmenschen. Wenn du jemanden küssen musst, also im Wasser. Ich weiß nicht, ob sie küssen, aber ich sag's einfach. Alles, was falsch ist, sage ich einfach mal irgendwas, das mich gerade an erinnert. Ist ja gar. Also, wenn. Ah, Amela. Ah, nein. Nix. wenn jemand das hat. Wenn ein Fischmensch. wenn ein Fisch. Fischmenschen sind ja gleich so. Wenn ein Fisch. Wenn ein Fisch. Alter, wenn ein Fisch einen anderen Fisch küssen will, zum Beispiel, oder irgendwas macht, ist ja gar nicht, hab ja verloren. Dann küsst er ihn, würde er ihn küssen, ja, ist ja gar. Alter, stell das durch! Mache immer Fehler bei Reden. Sage immer, dass ich weiß nicht. Ist ja egal, komm. Eben die Fische, die können ja wahrscheinlich küssen. Also, die, wenn die küssen, Alter, dann haben sie doch immer Mundgeruch, weil sie. Ja gut, das riecht man, glaube ich, nicht hinterm Wasser. Aber wenn man, ja so, und dann brauchst du doch ein Kaugummi, um besser zu küssen. Und ja. Und die Menschen tun mir leid, also die Fischmenschen, die im Wasser ja immer leben müssen, oder die vertrocknen. Aber vielleicht sind sie das, ja. So, jetzt mal anderes Thema, Alter. Anderes Thema. Was? Oh, sorry. Was? Verdammte Arschloch-Scheiße. Sorry. Alter, das darf doch nicht wahr. Scheiße. Was? Alter. Nein, lachen ist gesund. Ich lache einfach viel zu viel. Nein, was? Ah, jetzt dachte ich, Cobblestone, ah, da, immer Englisch, Amerikanisch, bla bla bla, es gibt noch Sprache, bla bla bla, weißt du, wenn du einen Sprachfehler hast, also nicht ein Witz, aber wenn du einen Sprachfehler hast, wo nicht mit und so, der so da meinen die Leute, du spuckst denen voll ins Gesicht. Also so Leute gibt es ja gar nicht, die einen Sprachfehler haben, wo so so sich anhört. Da. Oder wenn jemand sagt, zum Beispiel, so, warte mal. Ich weiß nicht, ne? da meinst du. ja. Nein, da. Alter. Nein, komm, das ist nicht so. Wenn du zum Beispiel einen Sprachfehler hast, da
wirst du ja von ein paar Leuten ausgelacht. Das sind eigentlich recht in die tiefe Arschlöcher. Sorry, aber ja. Also es ist wahr. Aber das darfst du denen auch nicht sagen, weil die denken nachher, also die wissen vielleicht nicht, dass es ein Sprachfehler ist. Weil vielleicht haben sie ja noch nicht so etwas gehört über die Krankheit und ja. Die, die es nicht wissen, die können ein bisschen ein Vollidiot sein, aber die, die es, wie sagt man das, die, die es wissen, das sind recht feige Arschlöcher. Also, ja, die Menschen auslachen, die, also ich lache die nicht aus, aber ich sage, wenn jemand so macht, dann hast du doch ein Spuck ins, also es ist ja normal, sehr nicht lustig, aber irgendwie, da denkst du gerade als Mitmensch, also das macht man ja nicht so, spucken, also ein paar, die, also nicht Paare, aber ein paar Menschen, die, also, die, so, die reden, ich glaube, das habe ich so gehabt, die spucken ins Gesicht, dann denkst du doch auch, das ist dein Arschloch, und dann denkst du, ah nein, der hat ja einen Sprachfehler, der kann da nicht für, oh. Aber wenn er keinen Sprachfehler hat, dann gibst du dir irgendwie die, wenn, na, hört mal gut, wenn jemand zum Beispiel keinen Sprachfehler hat, keinen Sprachfehler, also viele Menschen haben keinen, viele Menschen haben, also ich weiß nicht, ob es viele haben, aber ich glaube, sie haben selten, scheiße, richtig scheiße, was? Was? Ja, und Scheißendreck. Also. Also mit dem. Nein, wenn jemand so, zum Beispiel. Also. Sorry, aber ich lache nicht wegen dem, aber ich, also hör mir ganz zu, ich lache. Die Sprachfehler haben, die sind ja arm, also ja, arm, also ich meine, die sind ja richtig, irgendwie, die kann man auch als Freunde haben. Halt mal. Scheiße. Ah, hier. Nein, die Leute, die Sprachfehler, das sind arme Menschen.
Sei arme, die kein Geld haben, aber arme Menschen, also ich meine, ja, die sind ja nicht zum Auslachen, aber ich meine irgendwie, dass die Menschen, die einen Sprachfehler haben, also die keinen Sprachfehler haben, meine ich, die spucken voll ins Gesicht und so. Und dann denkst du, dann hast du ja einen Freund, der einen Sprachfehler hat, der so. Sorry, ja. Ich muss. Nein. Nein, ich lache nicht wegen denen. Ich lache doch wegen. Weil ich so. Aber irgendwie hört es sich dann an, als du. Also, dann denkst du ja, ich habe ja auch einen Freund, der so. Und der spuckt mir immer ins Gesicht, aber nicht extra. Also. Voll behindert irgendwie, das Thema. Also ich meine nicht die Leute, die einen Sprachfehler haben. Ich meine diese Leute, die einen keinen Sprachfehler haben. Alter, ich hab's 10.000 Milliarden Mal gesagt, aber ist ja egal. Die Menschen, die einen Sprachfehler haben, können ja nichts für. Aber wenn einer keine Sprachfehler hat und dann hat einer auch keine, dann denkt der doch, ich habe einen Freund, der einen Sprachfehler hat und der spuckt mir manchmal ins Gesicht, fast immer, aber 19, und dann denkst du doch, ah, der hat auch so einen Sprachfehler, aber ein Sprachfehler. Und dann, wenn er keinen Sprachfehler hat, dann weiß es doch nicht, das ist doch ein Blöder. Der so pff macht, der macht es extra, um ihn zu überraschen, was er einen Sprachfehler hat, aber es gar nicht wahr, weil er auch reden kann und so. Hä, ich weiß doch nicht, ja. Nee. Das Thema. Also, ich lache nicht wegen dir. Ohne scheiße Drecke, du. Ich würde sogar wahrscheinlich für 10 Euro nicht lachen wegen denen. Nein, es hört sich ein bisschen blöd an, irgendwie so. Aber irgendwie finde ich, die sind ja arm. Aber, also ja, ist ja egal. Die sind ja ein bisschen arm und, also die sind ja arm und da denkst du doch, hallo, da musst du sie retten und so. Also tschüss. Ich meinte das nicht so. Tschüss. Tschüss, ihr weg. Tschüss, ihr. Tschüss, ihr Zombies, Wichser. Also tschüss, ihr lieben Leute. Und tschüss, ihr Wichser-Monsters da oben. Gute Nacht. Und könnt mir fett am Arsch lecken, ihr Scheißskelette. Ja. Also. Sorry.